Ganz im Zeichen der Mafia-Spiele steht die heutige Ausgabe Ready Player 2. Was wir machen, verraten wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ready Player 2. Heute mit Sebastian Tützak und meiner Wenigkeit. Ja. Hallo, ich bin der Chris. Ja, ey, es steht ja alles im Zeichen der Mafia. Also zumindest dem Spiel, hoffe ich. Dein Privatleben hoffe ich nicht, aber ansonsten. Müsstest du mitbekommen haben, wir gleich mal ein Disclaimer. Manche haben ja auch schon mal gemutmaßt in den letzten Folgen Game 2, warum dreht der Chris eigentlich im Zimmer oder in der Wohnung von Sebastian? Es liegt daran, dass wir mittlerweile eine kleine WG, zumindest eine kurzzeitige WG aufgemacht haben. Deshalb bedeutet das, wenn wir jetzt hier gleich die Tastatur und die Maus uns teilen, dann ist das vollkommen okay. Wir sind ein Hausstand im Moment. Genau, wir sind ein Hausstand. Das sollte man voranschicken. Und was wir jetzt machen ist, um wieder zurück auf Mafia zu kommen, wir werden den ersten Mafia-Teil spielen, aber wir werden ihn nicht nur normal spielen, sondern natürlich, wenn wir hier schon sitzen, machen wir ein kleines Unspielbar draus. Denn es gibt eine wunderbare Mission, die du noch gar nicht kennst. Das ist wunderbar. Was heißt noch gar nicht kennen? Ich habe das bestimmt mal vor 20 Jahren gespielt oder gefühlt 20 Jahren. Mhm. Aber ich kann mich an absolut nichts erinnern. Also mein Gedächtnis ist ein Sieb und von daher, ich bin gespannt, was du da jetzt vorbereitet hast. Weil man kann natürlich auch mal sagen, in bester Game-2-Tradition werden wir natürlich was machen? Mini-Unspielbar. Genau, also da wird ja immer drüber diskutiert, warum ist das jetzt Mini, weil es ja eigentlich länger ist als ein normales Unspielbar. Das stimmt natürlich, wir meinen mit Mini einfach nur Mini-Aufwand für uns, weil wir nicht schneiden müssen. Ne, ja, aber es ist auch schon meistens dann von der Spieldauer Mini, weil wenn wir ein richtiges Unspielbar machen, ja, da sitzen wir auch mal gerne 6 Stunden, das wird dann natürlich nachher runtergecuttet. Aber ein Unspielbar ist halt normalerweise, also die Folge, die rauskommt, ist halt eine halbe Stunde lang. Ja, ja, genau. Das, oder vielleicht mal 40 oder so, wenn, keine Ahnung. Aber für uns Stunden, die wir leiden, sie sieht ja da draußen. Wir leiden Mini im Vergleich zum richtigen Unspielbar. Aber bevor wir hier zu lange schnacken, ich rede währenddessen gleich nochmal weiter. Du kannst ja schon mal dein Equipment zur Hand nehmen. Okay, und du erklärst mal, was es ist. Das spielt man natürlich mit Maus und Tastatur. Original, so wie man es halt damals gemacht hat. Ich habe es damals durchgespielt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Mission geschafft habe. Auch mit Maus und Tastatur? Ja. Ich hatte damals nichts. Wow. Eine Maus und eine Tastatur anscheinend. Ja, der, nichts mehr als das. Genau, und es gibt eine Mission in Mafia 1. Das Spiel, das wird ja übrigens, bekommt ja ein Remake. Das soweit ist ja schon wohl bekannt. Die Mafia-Trilogy wurde ja schon mit einem Teaser angekündigt. Es zwitschern seit Tagen alles, also es wird alles von den Dächern gezwitschert. Man weiß eigentlich schon genau, was gleich alles revealed wird. Genau, aber halt die Details und das, wie es halt aussieht, wissen wir noch nicht. Aber das haben wir halt zum Anlass genommen, nochmal in das Original Mafia 1 reinzuspielen, weil damals war das ein richtig geiles Spiel. Ich hab's geliebt. Ich dachte wirklich so, das ist die Speerspitze von allem. Jetzt habe ich kurz vorher noch mal reingespielt und dachte mir so, okay, nee, geht gar nicht klar. Nee, ich meine, das ist ja auch, das ist 18 Jahre her, ne? Ja, 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 klar, eben. Also das ist halt. Vor allem zu der Zeit, ne? Ich meine, da kam gerade GTA 3, war, glaube ich, ein Jahr früher. Das müsste, glaube ich, 2001 gewesen sein. Und Mafia 1 kam dann 2002, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ey, da hast du recherchiert. Das ist jetzt dein. Nee, du bist da alleine auf dem. Ich glaube. Gehirn, enttäuscht mich nicht. Bitte, enttäuscht mich nicht. Nee, und also, dass da ein paar Spuren jetzt an dem Spiel dran sind, das sei ihm verziehen. Mal gucken, genau, wie wir in 18 Jahren aussehen. Ja, also gemessen an den 18 Jahren, die ich schon in mir habe, eher nicht so gut. Also, ich glaube, Mafia hat sich besser gehalten. Ja, genau, mal gucken, wer besser altert. Genau, also lass mal gleich anfangen, bevor wir hier, wie gesagt, zu lange quatschen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Rennen und wir fangen erstmal an mit der Sequenz. Wir wollen erstmal uns ein bisschen einlassen. Frag mich nicht, was der Kontext ist. Ich würde sagen, wir müssen ein Rennen gewinnen. Okay, ich werde einfach Spiel. Oh Gott, die Maus hakelt. Spiel fortsetzen drücken und zwar jetzt. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Tommy. Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Okay, ich weiß, das ist nicht einfach. Die sind Bauchredner. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen. Wenn du Zweiter wirst, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und no pressure. Bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Chris, ich weiß, dass du es kannst. Naja, ich glaube nicht daran. Ja, also wir sind schon auf einer Wellenlänge. Alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Motivationstrainer dürfte er nicht werden, glaube ich. So, dass man auch mal sagt, so, ja, komm, mach dir keinen Kopf, das wird schon. Zeig ihm, was eine Hake ist. Naja, so ein bisschen. Das war schon auch so ein kleiner Schulterklapser. So, komm, du schaffst es. So. Ja.
Genau. Okay, aber wir machen die Normalo-Experience, würde ich sagen, ne? Genau. Also wir, Schwierigkeitsgrad. Wir behalten Maus uns vor, wenn das hier zu lange dauert, dass wir auch auf ein bisschen leichter stellen. Ja, die Maus hat irgendwie die Mucke. Ja, aber so geht's. Wir machen auf Normal. Schaden natürlich an. An. Das hat keinen Spaß. Und los. Okay, ne? Yes. Bereit. Wie gesagt, das ist ganz easy. Einfach nur gewinnen, ja. Einfach nur gewinnen. Fünf Runden. Easy peasy. Okay. Da ist schon einer ausgeschieden? Achso, ja, ah, okay. Die haben die Karre von ihm manipuliert, haben sie ja gerade gesagt. Mafia, mach. Ja. Wie gehen wir. Oh, Alter! Wie du vorgehst, weiß ich nicht. Das sollten wir auch noch dazu sagen, wir werden uns abwechseln, weil das echt eine harte Geduldsprobe ist. Das ist ein Scheißspiel. Ich liebe es eigentlich, aber es ist wirklich, dieses Rennen ist einfach fürchterlich. Auch damals schon gewesen. Also offensichtlich konnte man auch Regeln ausschalten, was die Gegner gemacht haben. Der kann mich doch nicht einfach rammen. Es ist die Drecksteuerung aus der Todeshölle. Ja. Es ist halt leider total schwammig, dass alles dreht sich und überschlägt sich sofort. Oh, ja, doch, steht er noch. So. Immerhin, 10. Platz von 13, du bist nicht ganz hinten. Oh, da hat sich auch einer überschlagen. Sehr gut. Der kämpft doch. Ja. Ich kann dir so viel sagen, sobald du auch nur ansatzweise auf den Asphalt oder auf Grün oder sowas fährst, dann dreht sich das Auto direkt. Also da am besten auch kein Gas mehr geben. Du meinst so. Aufs Kies, außerhalb der Straße. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, auf irgendwas muss ich fahren. Ja, du hast recht. Nicht auf den Kies und da auch nicht drauf fahren, weil wie gesagt, das ist alles fürchterlich. Am besten immer versuchen, auf der Straße zu bleiben, auf dem Asphalt. Und nicht irgendwie versuchen, groß abzukürzen. Ja, okay, aber wenn du abkürzt, musst du wissen, was du da machst. Ich habe gerade schon gemerkt, ich bin ja Rechtshänder. Ich habe probiert, mit links zu steuern gerade. Das war schon mal der erste Fehler. Jetzt mit rechts geht's bergauf. Ja, krass. Ich würde dir High Five geben, aber geht nicht, weil du fahren musst. Ja. Ist auch geil, wie er einlenkt. So, ja. Also ich kann mich halt auch nicht mehr an allzu viel von Mafia erinnern. Ich weiß, dass die Story echt richtig geil war. Also die ist wirklich phänomenal gewesen, zumindest für mein damaliges Empfinden. Das gilt ja nicht umsonst als eines der besten Spiele überhaupt. Also, das wird in vielen Listen wird das immer noch geführt. Okay. Also, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber es stimmt schon, es war damals fantastisch. Also auch so die kleinen Shootouts und diese Szenen, die es da gab. Je nachdem, wie lange oder wie doll uns das hier allen auf die Nerven geht nachher das Rennen, springen wir vielleicht auch noch mal in ein Kapitel und schauen einfach mal so, wie das Spiel an sich ist. Weil da gibt's halt so richtig geile Szenen, sowas Klassisches wie so ein Überfall auf einen Diner, wo du halt vorm Diner stehst mit deiner Tommy-Gun und draufschießt so und halt irgendjemanden jagen musst. So ganz übliche Szenen, die man, keine Ahnung, auch aus Pate oder sowas kennt. Mhm. Ich mag das Setting auch einfach sehr. Also voll. Das ist auch gar nicht so verbraucht irgendwie, ne? Also, nee, stimmt. Das gibt's, glaube ich, gar nicht so viele Spiele. Das fühlt sich immer noch relativ frisch an. Ich finde, da gab's sogar mehr so Strategiespiele, die in so eine Richtung gehen. Ja, genau. Aber so richtige. Also Open World, so GTA-mäßig schon gar nicht, aber jetzt auch so Action-Spiele gibt es auch gar nicht viele, so, die in so eine Richtung gehen. Ja, ich kann mich halt an das Pate-Spiel erinnern, das gab es noch, 1 und 2. Mehr fällt mir jetzt aus dem Stand. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, wirklich? Verstehe ich gar nicht. Ja, aber guck mal, mit rechts geht's schon deutlich besser. Ja, ja. Also der Anfang war natürlich spektakulärer, weil du dich ja überschlagen hast. Ich würde auch sagen, immer die Gegner rammen, das ist eine gute Taktik. Ja, nur leider kommt kein Gegner, die sind alle so weit weg. Wenn du dich ja, aber der ist so gut. Du bist 12. Platz. Dann haben wir wirklich offiziell gar keine Chance, dass der 11. so gut ist, dass wir ihn nicht überholen können. Du hast ja Erfahrung. Habe ich jetzt überhaupt noch eine Chance oder so? Kann man das jetzt schon in die Tonne kloppen? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wie ich das damals geschafft habe. Also ich habe es geschafft, ich habe dieses Spiel durchgespielt, aber ich, keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich da lange saß und dass es mich wahnsinnig genervt hat. Aber ey, damals hatten wir halt nichts. Deshalb habe ich das halt rauf und runter gespielt. Ich hatte nur eine Maus und eine Tastatur, dann spielt man halt auch das Spiel, das man hat. Bis zum Abwinken. Also es ist halt einfach. Es ist einfach viel zu schwer gewesen. Und das haben irgendwann auch die Entwickler herausgefunden und haben tatsächlich einen Patch veröffentlicht oder das Spiel gepatcht. Und man kann mittlerweile dieses Rennen einfach skippen. So, das sagt eigentlich alles. So, Sie wissen, das ist so der Zinken, der Fehltritt im ganzen Spiel. Wow, hat ausgenommen. Schade, da dreht er sich. Oh, nee. Sie zu fangen. Nochmal den Konkurrenten hier ab. Ja, da wirst du auf jeden Fall nicht disqualifiziert. Also manchmal geht das auch ganz gut. Naja, aber ich glaube, den Versuch können wir in die Tonne kloppen, oder? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Möchtest du jetzt schon abbrechen oder willst du noch aus dieser Erfahrung lernen? Ich würde, glaube ich, diese Runde noch aus Übungszwecken mal einmal zu Ende fahren. Und dann gewinne ich das nächste Rennen einfach.
Ich würde sagen, wir wechseln uns jetzt auch ab, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich gucke schon mal in den Chat, ob es gute Tipps gibt. Weil das muss ich dazu sagen, dieses Mal habe ich das Spiel nicht vorher, also das Rennen nicht vorher einmal durchgespielt. Hatte ich keinen Bock drauf. Ich Alter, guck mal, Zeit. Der ist viel schneller als ich. Das ist doch sau unfair. Also hier muss man auf jeden Fall nicht bremsen. Das habe ich eben schon, hier kann man einfach... Oh, The Musician schreibt schon, er kann direkt von vorne anfangen, ja. Ja, ja. Das ist jetzt aber nur so nochmal ein bisschen üben. Ich tippe, sie brauchen 2 bis 3 Stunden. Ja, Spoiler, wir haben keine 2 bis 3 Stunden. Wir haben 1 Stunde erstmal, bis dann der Mafia-Reveal kommt. wir haben aber noch den leichten Schwierigkeitsgrad. Also wenn wir gleich merken, so nach einer halben Stunde, jedes Rennen dauert halt auch so seine 7, 8 Minuten. Wenn wir merken, okay, das funktioniert gar nicht, dann können wir noch auf leicht stellen und mal gucken, ob wir da noch ein bisschen Glück haben. Naja, ja, wenn du rechnest, jedes Rennen dauert 7 bis 8 Minuten, dann haben wir jetzt ungefähr so... Die Animation ist echt fantastisch. Das ist wirklich... Dann haben wir ja keine 10 Versuche. Das stimmt, ja. Eieieiei. Ich glaube, diesmal wird es knapp, dass wir das schaffen. Aber wir wollten so ein bisschen den Teppich auslegen für den Reveal. Ja, wir wollten den roten Teppich ausrollen und sagen, Mafia, hallo, sei uns willkommen, indem wir die schlechteste Mission des Spiels sagen. Dass wir so richtig schön mit Hass in die Präsentation reingehen, dass wir überhaupt keinen Bock auf Mafia haben. Ich hoffe, dass sie direkt das Rennen erwähnen, was sie da vorhaben, ob sie das jetzt endlich richtig geil gemacht haben. Gut. Dieser Versuch wird nichts mehr. Ich würde sagen, ich übergebe die Macht jetzt einfach mal an dich, die Macht und Kontrolle. Also, ich habe es halt einmal probiert. Oh, sehen wir gestern. Das kurz so? Ach, da ist auch der Rennen-Überspringen-Button, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, soll ich machen direkt? Oder? Ja. ich habe gestern einmal. Oh, jetzt muss ich auch komisch sitzen. Gut, Versuch 1. Das war nix. So, Spiel. Die Maus will nicht. Nee, die Maus spackt ein bisschen. Du musst sie mir einmal richtig schütteln, damit sie wach wird und dann. Schüttel die Maus. Ja, die erste Herausforderung, die Maus. So, neuer Versuch. So. Ich wünsche dir Glück. Ich mir auch. Aber ich weiß nicht, ob das hilft, um ehrlich zu sein. Also gestern habe ich auch keinen Stich gesehen. Ich weiß nicht, welchen Platz ich gemacht habe. Aber keinen Wunder. Hä? Also würde ich ja mal behaupten, da habe ich mich ein bisschen besser geschlagen, ne? Aber warum ist er denn nicht gefahren? Ja, das machen wir gleich nochmal. Ja. Er hat mir Gas gegeben. Ich habe beide Tasten gedrückt. So WA als WA. Hallo? Ja. Das war jetzt ja wohl Schiebung. Da hat die Technik versagt. Er euchen. Bäh. Ich habe alles gegeben. So, nochmal. Normal. Maus. An? So. Okay, so. DASD, ne? Ja, oder hier. Ist auch. Ja, geht doch. Ja, im Grad ging's nicht. Ja, okay, lass los. Ich glaube, du musst. Entscheid dich doch für eins. Ich hab doch nur eine Taste gedrückt. Und immer B und A und S und D. Aber ich kann doch trotzdem links und rechts auf DASD drücken. Das habe ich gestern die ganze Zeit gemacht. Warum soll das nicht funktionieren? Ja, geht doch nicht. Weiß ich nicht. Anscheinend ging's nicht. Doch. Ah, du Arsch! Verpiss dich doch! Ja, was denn? Wo hat der denn seinen Führerschein gemacht? Ey, die haben alle keinen, die Lappen. Die haben alle keinen Lappen? Nee. Ja. Och, scheiße, Mann. Ey, aber das war sau cool dafür. Ja, das denkt er sich hier auch gerade. Scheiße, jetzt verpiss dich doch. Mann. Oh, der hat mir meine guten... Warum fährt der denn nicht? Warum? Jetzt fährt er mich. Ja, ich glaube, du musst dich für eins von beiden entscheiden, weil das Spiel dann wahrscheinlich immer unschaltet. Ich habe das gestern die ganze Zeit gemacht. Also ich hatte das Problem nicht und ich habe mich für eins entschieden. Aber das kann ich nicht. Ich muss lenken. Guck mal, wie kacke das ist. Ich muss das so machen. Ja, ey, aber damit ist jetzt natürlich der Versuch auch schon so gut wie im A. Ja, immer. Ja, ja. Ey, das kann doch nicht sein, dass nur beim jeden dritten Versuch aufs Gaspedal zu drücken, dass es auch funktioniert. Aber ich kann das nicht auf... Das habe ich aber noch nie gesehen, dass jemand mit Pfeil oben und unten Gas gibt, um dann mit D... Ich muss das getrennt, das ist wie Maus, also mit Maus und Tastatur. Ja, weißt benutzt du die auch mit zwei Händen, die Maus? Nein, wie Maus und Tastatur. Ach so, hör mir doch mal zu, Freund. Ja, wie du halt Ego-Shooter spielst, weißt du? Da muss ich halt mit der Maus die Richtung und mit der anderen mache ich Bewegungen so mäßig. Oh Gott. Genau so. Ja, willst du gleich weitermachen, oder? Ja, ich glaube, den Versuch kannst du auch knicken. Aber warte mal, ich muss mich kurz einfahren. Ich fahre jetzt noch mal eine Runde. Ja, genau. So ganz gemütlich für mich, in meiner Geschwindigkeit.
bin immerhin nicht letzter, weil der erste ja direkt am Anfang ausgefallen ist. Stimmt. Das ist immer das gute Gefühl, das einem bleibt, aber. Du bleibst Zwölfter auf jeden Fall. Freunde, das wird ein langes Unspielbar. Eieiei. Aber es macht seinem Namen alle Ehre. Ja, definitiv. Ist halt auch so traurig. Das dachte ich mir schon gestern, als ich das angespielt habe. Es läuft halt keine Musik. Es ist einfach wirklich staubtrocken. So ein Versagen. Einfach nur stehen lassen. Einfach nur wirken lassen. Oh, ich habe eine Runde gefahren. Warte mal, einen mache ich jetzt noch ein bisschen. Ich muss gerade mal ein bisschen. Guck mal, so läuft's doch. So läuft's doch. Jetzt muss ich nur. Ah, zu früh? Ja, guck mal, jetzt haben wir uns beide ein bisschen eingegroovt und dann. Aha, warum dreht er denn durch? Aber die Runde muss ich jetzt, die Runde brauche ich noch. Ja, ja, üb mal ein bisschen. Eieiei. Ja. Aber guck mal, da kann man sich auch mal ein bisschen das Idyll da angucken. Ist schon schön so, ne? Für damals. Also die Animation. Ah, guck mal, aber die Animationen sind jetzt smoother als bei dir. Oh ja, die stimmt. Sind gar nicht mehr so zack-zack-schrittweise. Sonderschrittweise, ja. Wollte ich sagen. Sieht fast nach Unreal Engine 5 aus hier. Ja, jetzt gibt er auch mal Gas, wenn man das möchte. Ey, das wird niemals was, ganz ehrlich. Doch, ich schaff das jetzt. Pfeiltasten und WASD, die Leute sind verrückt. Ja, sag ich ja. Nein! Ist, aber wie gesagt, man merkt, dass du nie PC-Spieler warst, ne? Ich hab Mafia durchgespielt, du Arsch! Achso, das gab's auch für Xbox, glaube ich. Nee. Gab's für eine Xbox schon? Nein. Aber es gab's auch für Konsole, oder? Gab's das für eine Konsole? Ja. Ich meine, gehört zu haben, aber ich hab's auf PC gespielt tatsächlich. Das war meine PC-Phase damals. Ja, zu der Zeit war ich nämlich auch PC-Kind. Ja. Da war PC schon ganz geil. Also ist natürlich, PC ist immer noch toll. Ja, vor allem ist ja nicht so, dass man sich dann, selbst wenn man was anderes haben wollte, man konnte es sich ja eh nicht kaufen, man musste ja nehmen, was da ist. Oder was einem die Eltern hingestellt haben. Ich habe immer bei meiner Schwester gespielt. Ich hatte keinen guten Rechner und war dann im Zimmer meiner Schwester. Die hat besseren Rechner gehabt als ich. Die hat nicht gespielt, die war unterwegs, die war in der Pubertät und ich konnte schön zocken. Geil. Hat sich bis heute nichts verändert, außer dass in der Pubertät das nicht mehr ist. Ja, und dass ich nicht mehr im Zimmer meiner Schwester spielen muss. Das mache ich jetzt in deinem. So. Ah, die Maus! Ja. Ja. Als würde es dir wehtun, weil funktioniert ja eh nicht. Okay, ich gewinne jetzt, ja? Ja, bitte. Was muss man machen? Rennen beenden, ne? Nee, Spiel verlassen. Komischerweise. Spiel verlassen. Guck, die funktioniert jetzt viel besser, die Maus. Das ist die Taktik. Einfach runterfallen lassen. Neuer Versuch. Und alles auf Sieg. Wie drücke ich das weg? Achso. Könnte auch sein, dass die PC-Version später kam und schon gepatcht war. Das normal, weiß ich nicht. Schäden. Ich habe mich angefressen damals, okay, weil ich es tagelang versucht habe. Also ich meine, aus meiner Erinnerung, ich habe wie gesagt die PC-Version gespielt und da konnte man das noch nicht skippen. Bei mir lenkt er jetzt auch wieder so, guck mal. Oh fuck, Arschloch. Okay. Achso, aber du machst es auch auf den Pfeiltasten. Vielleicht ist das schon ein Unterschied. Ich bin verwirrt. Aber ich kann das nicht auf einer Hand alles. Das ist, finde ich weird. Finde ich komisch. Ich finde das. Aber du bist dritte Position hier, bist dritter Platz. Ja, ich sag doch, ich gewinne jetzt. Das ist so super easy. Wer möchte wetten, dass er es nicht schafft? Weil das Problem ist halt, du musst in diesen 5 Runden darfst du dich einfach nicht drehen. So, du darfst keinen richtig großen Fehler bauen. Das ist ja fast wie in echten Rennen. Ja, eben. Wo? Plötzlich werden sie ja sehr realistisch, glaube ich. Wo ist der Spaß? Alter, wie kann der denn so schnell sein? Der. Hau ihn um! Hau ihn um! Hubwagenfahrer. Der Hubwagenfahrer! Ja. Der soll mal nicht so schnell fahren. Ja, was machst du? Du bist vorsichtig. Ich glaube, vorsichtig ist eine gute Taktik. Aber ich krieg einen Krampf jetzt schon in der Hand. Ja, weil du es halt nur auf den Pfeiltasten machst und nicht aufgeteilt. Aufgeteilt wäre viel cooler. Jetzt ist aber wieder der Punkt, wo man einen neuen Versuch machen könnte. Was? Noch war er gut. Noch ich wollte gerade sagen, ich sehe die doch aber sogar noch. Du bist vierte Position. Das ist ja, aber guck mal, ich sehe die doch noch. Das ist gefährlich. Machen die keine Fehler? Also schon. Aber ich weiß nicht, ob den vorderen da wirklich groß was schief läuft. Ja, die entfernen sich aber auch schon ein bisschen von dir. Ich habe auch das Gefühl, das Auto ist unwahrscheinlich langsam. Ist es wirklich. Ich weiß nicht, ob der da Fred Feuerstein-Antrieb vielleicht hat, der Kollege. Ja. Also Bein raus. Fenster wollte ich sagen. Ja, ein Fenster, keine Tür, hat nichts. Fuck. Ist ja eine Haarnadel. Ihr müsst die Abkürzung nehmen. Welche? Gibt es eine richtige Abkürzung oder da übers Grün fahren?
Naja, nee, also es gibt keine, es ist nicht so eine Mario Kart, eine vorgesehene Abkürzung wird es nicht geben. Es ist, glaube ich, schon halbwegs realistisch. Nee, ich dachte, vielleicht kann man irgendwo durch die Mauer brechen oder irgendwas. Vielleicht gibt es ja so einen geheimen Weg. Nur auf den Geraden Gas geben und in den Kurven rollen und wieder Gas geben. Vorne links bei den Betonklötzen ist wohl die Abkürzung. Vorne links? Jetzt einen blauen Panzer werfen, schön wär's. Ja. Ein paar rote wären auch nicht schlecht. Vorne links, wo ist denn vorne links? Vom Wahrscheinlich Gas runter und nicht bremsen. Ich bin. Hä, vom Gas runter und nicht bremsen ist rollen. Ja, das meinen Sie gefallen. Ach, in den Kurven? Ja, 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 okay. Ja, oh gut. Eine richtige Abkürzung. Shit, da ging der Chat zu schnell weiter. Kurven außen anfahren, dann nach innen ziehen. Ja, ja, ja. Ich hab nicht hingeguckt. Ist alles gut. Ich hab weggeguckt und. Aber wieder hingeguckt. Ohne Scheiß, das war tatsächlich gerade das. Einfach vom Gas gehen und nicht bremsen ist the magic. The magic. Ja, siehst du, ich wusste doch, der Chat, auf den Chat ist Verlass. Weil, ich hätte ihn gerade überholt, hätte ich ihn nicht gecrashed. Alter, haust du ab, Junge? Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber gerade stand da unter anderem, wenn wer von uns das Rennen gewinnt, der löst Trant als Rennspielexperten ab. Ja, okay. Ich sag mal so, ich möchte ich das gar nicht, weil ich sehr, sehr schlecht in Rennspielen bin, deshalb bin ich da raus. Nur deshalb werde ich es jetzt nicht versuchen. Hier ist dann so, oder was soll das? Ach so, da könntest du so rüber wahrscheinlich, ne? Ah. Aber waren das die Betonklötze? Aber ist das schneller? Ja, wahrscheinlich. Ja, ein bisschen schon. Doch, weil ja. Die Kurve nervt schon. Okay, wenn man die dann noch ein bisschen im anderen Bogen, im anderen Winkel anfährt, könnte das ganz... Ja, ist aber zu spät. Also ja, später kommt die Abkürzung, stand gerade. Ach so. Ich habe schon wieder verpasst, wer es geschrieben hat. Aber nicht die ganze Kurve rollen lassen, sondern am Scheitelpunkt wieder Gas geben. Ja, okay, okay. Ist geil, dass wir gerade so wie Fahrschule, Wir kriegen gerade Unterricht vom Chat. Aber ich habe schon wieder aufgeholt, guck mal. Wer das Rennen gewinnt, ist beim nächsten Beef Junior dabei. Möchten wir das? Okay. Ich glaube, wir brauchen Ziele, auf die wir hinarbeiten sollten, auf die wir Bock haben. Abbruch. Wir hören jetzt auf. Wäre geil, wenn du so kurz vor dem Ziel gerade einfach alles wegwirfst und gehst. So, ne? Ich will das gar nicht. Weder Rennspielexperte sein noch Beef Junior Opfer werden. Fuck! Ja, oh. Da stand gerade da. So wie da war wohl gerade die Abkürzung. Okay. Ist das wirklich Mafia oder ein Rennspiel? Nein, es ist Mafia, aber Mafia hat leider auch ein Rennen in seinen Missionen. Aber das muss ich mal sagen, das ist bei den meisten Open World Spielen, egal ob es jetzt GTA oder Mafia, die, wenn es irgendwelche Verfolgungsjagden oder Rennsequenzen gibt, das geht mir immer auf den Sack. Oder fast immer. Hm. So, das ist... Stimmt, bei GTA... Weil bei GTA, das ist ja auch so eine schwammige Schlingelsteuerung oft in vielen Autos. Bei GTA Vice City habe ich halt mega doll geliebt. Und da gibt es auch zum Schluss, oder relativ zum Schluss, auch so ein ekelhaftes Scheißrennen. Alter, da habe ich... Fuck you! Gebrochen. Ja, okay, der Versuch ist auch kaputt. Aber ich will immer noch die Abkürzungen herausfinden. Wir können jetzt mal langsam fahren. Der Chat sagt uns jetzt mal, wo die Abkürzung ist. Da stand nämlich gerade beim ersten Checkpoint links. Wo ist der erste Checkpoint? Irgendwas mit... Und wenn man nicht nach der ersten Runde erster ist, kann man schon vergessen, stand da irgendwann auch. Hier. Hier? Ich kann nicht gleichzeitig... Ah, da sind die Betonklotzdinger. Kannst du da jetzt nach links? Nee. Kannst du da durch die Betonklotzdinger? Links, nicht rechts. Oh. Red ich, Kamera. Nehmt doch einfach Nitro. Hier? Da. Haha! Ist das richtig? Wir werden sehen, aber... Wo kommst du jetzt gleich raus? Die blockierte Straße, falsche Richtung. Jetzt nach links. Ist doof, dass der Chat... Oh, nö! Okay, da geht's das haben die gepatcht, oder was? Hier geht's nicht weiter auf jeden Fall. Oh, weil du wärst dann sonst da... Du wärst da sonst... Du hättest da, glaube ich, durchfahren können. Oder sonst ging das wahrscheinlich. Also jetzt ist da eine unsichtbare Wand auf jeden Fall. Und hier geht's ja nicht durch irgendwo, ne? Dass man wieder auf das Ziel gerade kommt. Fuck! Oh. Aber da steht jetzt neben das Grün. Das heißt, wir müssen das jetzt richtig spielen, so wie es geplant ist? Ja. So habe ich damals gewonnen. Schade, ja. Das wäre unsere Möglichkeit gewesen, hier unspielbar spielbar zu machen. Du musst ehrenhaft gewinnen. Okay, jetzt ist dein Versuch. Du musst Trant als Rennspielexperten ablösen. Ja. Okay, aber... Ich will nur mal sagen, dass man mit diesem komischen Ding hier, mit diesem Brett, mit dem Couchmaster, wurde mir gesagt, heißt das, man sitzt hier wirklich sehr unvorteilhaft.
Also, weil man muss, ja, das, wegen diesem Leben. Ob es unvorteilhaft ist, kommt drauf an. Also für manche ist es auch vorteilhaft. So zu sitzen ist vorteilhaft für wen? Das ist jetzt Auslegungssache. So, ich spiele ab jetzt so. So, warte, spiel. Naja, okay. Aber es gibt keine anderen. Wenn man nicht nach der ersten halben Runde Erster ist, kann man es neu starten, weil dann hat man spätestens da keine Chance mehr auf normal. Danke, Micha. Vielleicht der Micha. Machen wir auch einfach gleich auf einfach. Aber naja, jetzt machst ja, du ja, nein, nein, ja, ich meine ja auch jetzt nicht mich. Mann! Ja, da machen wir ein Close-Up. Ah, ich kann auch alles mit Tastatur machen, gar kein Problem, ich bin ganz entspannt. So. Okay, mach das jetzt mit fucking Pfeiltasten. Kannst du das nicht mit einer Hand? Ja, aber ich finde das komisch. Ich brauch da. Ich brauch da zwei Hände irgendwie für. Ich finde das irgendwie angenehmer. Du bist ja Mutant. Sag das nicht so. Also. Rollen, 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 denken, lenken, Gas geben. Zu spät Gas gegeben. Jetzt komm! Zieh, 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 zieh! Die hauen auch ab jetzt! Oh Gott! Ja, 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 ich will doch nur geradeaus Gas geben jetzt hier. Lass mich irgendwie. Ah! Warum? Warum schlägt der denn so krass ein? Ja, vor allem, er kann auch nicht smooth lenken. Er kann nur lenken oder nicht lenken. Ja. Null also oder 100. Mit den Pfeiltasten, mit WASD ging der lenkt binär auf jeden Fall. 0 oder 1. Andere ja. Aus. Mehr, also dazwischen ist nichts. Guck mal, mit den WASD-Tasten ging das. Wie du gesehen hast. Mhm. Mhm. Scheiße. Aber die sind halt einfach so schnell weg da vorne, die Assis. Die sollen damit aufhören, die sollen nicht so gut sein. Oh, oh. Gerettet. Hier kannst du eigentlich, da musst du noch nicht bremsen, jetzt musst du bremsen ungefähr, weil... Ah, genau, weil ich die, wollte rollen lassen! Genau, da bin ich, nee, da muss man ein bisschen... Ah. Da musst du ein bisschen auf der Bremse, das ist zu krass. Ja, das war wohl unser Versuch, wa? Aber nee, ich mach jetzt nur mal ein bisschen weiter. Okay, ich mach das jetzt einhändig. Warum fährt er nicht? Null auf dem Numbock drücken, sobald ja, bei der Abkürzung falsche Richtung gezeigt wird. Aha. Das könnte natürlich sein, dass das Spiel uns dann dahin zurücksetzt. Und jetzt kann ich wieder nicht lenken. Warum denn? Weiß ich nicht. Guck doch. Weiß ich nicht. Ja, geht doch. Jetzt wieder. ja, dann komm, probieren wir das nochmal. Der Versuch ist eh nicht so ganz glatt gelaufen, sag jetzt ich mal. Jetzt schon wieder kein Gas. Was ist denn das? Ist irgendwas mit der Tastatur? Warum funktioniert es bei dir, aber bei mir nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Warte mal, gib mal. Wenn du jetzt drückst und das funktioniert, schrei ich. Nee. Okay. Funktioniert nicht. Vielleicht. Ist die Tastatur tot? Nee. Die leuchtet noch. Jetzt geht's wieder. Ah. Ja, so wird's natürlich relativ schwer mit diesem Unspielbar. Dann ist es halt wirklich unspielbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schon wieder. Jetzt geht's wieder. Schon wieder. Ich werde kurz diesen Laptop etwas bewegen. Vielleicht bist du außerhalb der Zone. Ja, der dreht hier komplett am Rad. Ich mache überhaupt nichts. Und jetzt kann er auch wieder nicht. Ah! Wird's so besser? Ja, viel besser. Funktioniert jetzt WASD auch. Guck mal, weil der lenkt auch viel sanfter mit WASD. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Und er ist viel cooler mit WASD. Er macht Loopings, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Donuts. Aber guck mal, er lenkt wesentlich sanfter. Ja. Nicht so, sondern... Ich glaube, das ist schon meine Kombination, ist ganz gut. Pfeiltaste Gas geben, aber... Oh. Aber... Naja, okay, das heißt ja jetzt im Endeffekt, dass alle bisherigen Versuche nichtig sind und wir jetzt eigentlich... Jetzt zählt's eigentlich erst. Weil wir jetzt wissen, wie die Abkürzung funktioniert, oder? Ja, probier mal, ob das funktioniert. Also eins ist auf jeden Fall klar, mit normalen Mitteln werde ich keinen Stich sehen. Wie hab ich das früher gemacht? Ich muss halt wirklich so... Okay, jetzt hier links. Muss so ausgemergelt gewesen sein, was Spiele angeht, dass ich mir... dass ich es halt trotzdem gespielt habe. Obwohl ich wirklich... Hallo, ich würde gerne bescheißen. Ja, dann bescheißen Sie doch. Es tut mir leid, ich kann es nicht. okay. Jetzt schon? Nee. Ich fahr mal... Ja, sobald falsche Richtung da steht. Aber ich will mal ganz bis zum Ende fahren. Nee, okay, das hat nicht funktioniert. Und wenn du nach ganz hinten fährst...
Deshalb, ich fahre jetzt mal bis zur Wand quasi und dann. Ja, du bist bis zur Wand gefahren, also du warst nicht. Real-Life-Satire, was ich gemacht habe. Oh Mann. Naja, aber das Ding ist, selbst wenn es so funktionieren würde, mein. Es wird sich nicht nach einem Sieg anfühlen. Das wird sich schon nach einem sehr räudigen. Für mich reicht es. Ja, aber der Versuch war jetzt auch wieder Käse, weil natürlich die. Nee. Funktioniert nicht. Naja, dann müssen wir es. Ja, komm, hier. Soll ich nochmal tryen? Yes. Okay. Also mal festhalten können wir auf jeden Fall schon mal, dass ich der wesentlich bessere Fahrer bin. Ich habe nicht die. What? Ja. Was denn? Spiel hast verlassen. Du ein Problem, oder? Ja. Neuer. Hä? Was muss ich denn da? Enter oder was muss ich drücken? Leertaste. Leertaste. Okay. Chat hilft heute nicht wirklich, lol. Naja, also schon. Uah. Aber das geht halt einfach mittlerweile nicht mehr. Und go. Ja, siehst du? Hier Royal with Chess hat gesagt, Royal, auf jeden, Fest, nee, auf jeden Royal Fall. Royal with Cheese ist ein Pulp Fiction-Anspieler. Ah, fuck, du hast recht. Mann, das wusste ich natürlich. aber er hat mir recht gegeben, ich bin der bessere Fahrer. Hallo, ich halte hier gerade 4 Leute hinter mir und du bist der bessere Fahrer? Ja, ja, aber bleib jetzt auch mal vorne. Oh, die Abkürzung ist halt echt, die ist gut. Die merke ich mir. Dritter, Digi. Ja, das warst du eben gerade auch. Ich auch, kurz. Für so 10 Sekunden. Ey, vor allem in dieser Ära, da muss doch Rennfahrer. Ein Gamepad, das hilft. Da muss doch Rennfahrer ein super entspannter Job gewesen sein. Guck mal, wie die da hertuckern eigentlich. Na ja, gut, aber die Karren waren halt. Ja, gut, das meinst du. Ja, weniger. Also weniger Reflexe, eher Arbeit am Lenkrad richtig. Das ist ja sau anstrengend. Das war halt einfach generell alles beschissen, weil die Maschinen, die Autos, die waren halt wesentlich weniger zuverlässig. Ich glaube, da sind wesentlich mehr Leute gestorben als mittlerweile. Das auf jeden Fall. Ich war auch neulich, das ist gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr oder so. Da stand irgendwas mit mir und ich wollte es lesen, aber das Chat. Alter, zweiter Mann. Alter. Da kam gerade nicht mal die Positionsanzeige hinterher. Chris, du machst das. Du machst ab jetzt jedes Rennspiel für Game 2. Auf gar keinen Fall. Oh, doch. Wir haben hier schwarz auf weiß quasi. Was ich sagen wollte, ich war neulich Kart fahren. Ist gar nicht so lange her. Und mir taten die Arme nachher weh. Alter Vater. Das ist so anstrengend. Das letzte Mal, dass ich Kart gefahren habe, habe ich mir die Nüsse gebrannt. Echt? Ja, so. Ich bin einfach nicht ein guter Fahrer, okay? Auch beim normalen Kartfahren nicht. Das war sehr unangenehm. Ich habe keine gute Erinnerung an das letzte Mal Kartfahren. Aber wie? Also ich irgendwie muss ich so in den Sitz gepresst worden sein, weil ich vielleicht auch mega doll einen Kumpel gerammt habe beim Fahren. Das tat ein bisschen weh. Lass mich da nicht weiter drüber reden. Du machst das sehr gut. Alter, Erster, was geht? Ha! Okay, jetzt nur noch die 3,5 jetzt. Runden. Fuck you! Und schieb mich nicht an! Ja, sehr gut. Mach jetzt die Abkürzung, mach jetzt die Abkürzung! Okay, wir nehmen jetzt Wetten. Alter, mein Puls ist gerade so nach oben gegangen, ne? Alter. Ob Chris das schafft, warum sage ich Steve? Na, weil du meinen Namen nicht mit Siegen in Verbindung bringst. Das stimmt. Das ist eine sehr gute Ausrede, ja. Ah, es könnte gehen, ihr dürft nur keinen Fehler machen, irgendwie sowas. Konzentrier dich, nicht verkacken, bloß nicht verkacken. Jetzt halt doch mal die Fresse. Nee, ich lese nur den Chat vor, ich sag gar nichts. Sebastian, du hast dir schon Limbo angeschaut für einen Unspielbar, das Secret Level in kompletter Finsternis. Ja, wurde schon mal gesagt, habe ich mir noch nicht angeguckt tatsächlich, noch nicht dazu gekommen. Da, Schmollex wettet dagegen. Ist das mit oder ohne Patch? Mit Patch, wie wir gerade an der unsichtbaren Wand gemerkt haben. Ja, das ist ein Mafiosi, da gehört Cheaten dazu, aber leider können wir nicht cheaten. Okay, du fährst sehr sauber, also abgesehen davon, dass du sehr dolle da hinter dem Lenker rumzuckelst, machst du das sehr gut. Sag ja, WASD-Steuerung ist cooler, aber ja. Was weiß ich schon, ich bin ja nur der bessere Fahrer von uns beiden. Alter, mein Puls ist gerade so in die Höhe geschnellt, ne? Das ist so aufregend gerade. Das ist das Dark Souls der Rennspiele. Alter, Vater, ey. Du musst einmal diese tolle Floskel fallen lassen. Ja, so. Ah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich mich auch. Oh Gott, woher kam das plötzlich? Ich habe mich fast gedreht, aber ich konnte es noch abfangen. Ja, du bist noch Erster. Du hast. Das war okay, aber es war auch nur okay, weil es während der Abkürzung war. Ja. Oh nein! Oh, er holt auf. Der rote Fahrer
Hängt ihr am Heck, ganz nah dran. Spitzige Finger. Ob du das schaffst. Du juckelst durch die Kurve. Das machst du sehr gut. Das wäre auch eigentlich ein geiler Name für ein Spiel, war Schwitzige Finger. So ein bisschen wie pfiffige Ziffern. Ja, so schwitzige Finger. Das ist echt nicht schlecht. Verdammt, wir brauchen ein Rebrand. Ja. Wow, du dumme Sau! Ja, ich find's gut, du bist ehrgeizig. Also ich bin auch ganz froh, dass du so gut bist. Ich hab grad links mit rechts verwechselt! Nein! Sehr gut. Um Gas gegangen, jetzt wieder ein bisschen beschleunigen, kurze Bremse und raus. Sehr gut, sehr gut. Man sieht auf dem Radar, der rote Kollege ist hier auf den Fersen, aber du bist... Oh, jetzt will er rechts überholen. Jetzt schwenkt er nach links. Ich bin kein Rennmoderator, Kommentator heißt das, glaube ich. Aber ich versuche mein Bestes. Ja, sehr gut. Die Kurve hast du gut genommen. Ich bin eher so der Trainer, weißt du? Ich bin der Coach. Ich bin der erfahrene... Alter, der ist viel schneller als ich auf der Geraden. Dieser dumme Wichser. Ich brech dem die Beine, wenn ich hier rauskomme. Ich bin Mafiosi, das ist okay. Das wäre cool, wenn er... Warum schleppt ihn keiner ab? Er steht da die ganze Zeit auf der Zielgeraden. Oh, ja, der geht. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt kannst du dich wieder vorsetzen. Jetzt Abkürzung. Sehr gut. Die Abkürzung rettet dir auf jeden Fall wertvolle Sekunden. Hundertstel. Oh, die Kamera kommt nicht hinterher im Arsch. Das Ding ist, er kommt natürlich viel, viel schneller raus da aus der Kurve, ne? Dann. Also. Mhm. Das stimmt, ja. Aber du versperrst ihm halt auch gut den Weg. Ich bin ja krasser Rennprofi. Oh, jetzt will er links überholen, links überholen. Ich habe halt Angst, dass der aber mich rammt, ne? Und dann, er hat sein Auto nicht unter Kontrolle. Ja. Das war gut. Also perfekt wäre es ja, wenn du ihn einmal querstellen würdest. Ich glaube, dann wäre er weg, aber... Aber ich habe halt so sehr Angst, dass ich mich dann querstelle. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist sehr hoch, dass du da... Alter, das ist Runde 4, Digga. Was geht denn ab? Ja, ich hätte niemals damit gerechnet, dass auch nur... Also für mich stimmt es ja auch, noch haben dass wir keinen Hauch einer Chance haben. Aber du hast sie ja tatsächlich. Das war dein dritter Versuch, oder? Oder vierter? Wie geht das? Fresse. ich glaube, der Finger, ne? Ja, ja, ja. Schon da? Ich glaube, der vierte. Oh, aber der zweite ist zurückgefallen. Der keilt sich jetzt mit dem anderen. Mit dem die sollen sich mal schön gegenseitig da raushauen. Aber jetzt kommen sie beide. Beide holen auf, beide holen auf. Ja, aber die Kurve hast du gut genommen. Kommst du weg, kommst du weg? Ja, kommst du sehr gut weg. Oh, aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er von rechts. Oh, er kommt rechts, er kommt rechts. Ja, jetzt kommt er. Oder? Ja, er schließt auf, er will überholen. Oh, wenn da. Oh, stell dir vor, das passiert in der letzten Runde. Er überholt dich in der letzten Runde kurz vor der Zielgeraden. Stell dir das vor. Das wäre schon scheiße, oder? Das wäre richtig fies. Würdest richtig fluchen, oder? Chris, was ist los? Dann sagst du nichts. Ich habe auch noch aufgehört zu rauchen, das kommt noch dazu. Oh, stimmt. Also, hier ist gerade Stresslevel 6 Millionen. Aber das finde ich gut, dass du nicht mehr rauchst. Das ist auch in Stresssituationen brauchst du keine Zigarette. Alter, der ist mega weit zurückgefallen. Ich sehe ihn nicht mehr auf dem Radar. Alter, du hast recht. Ja, der hat sich. Hat der Unfall gebaut oder was? Hat der Unfall gebaut? Ich weiß nicht, Digga. Ah, ja, aber da kriecht irgendwas hinterher, aber das ist relativ weit weg. Ich glaube, das sieht gut aus. Puh. Alter, das ist so aufregend, ne? Er ist gecrashed. Schreibt doch der Chat. Okay, das ist unerwartet brutal spannend. GG. GG jetzt schon, finde ich gut. Sebastian macht mehr Druck als die Hydraulik. Aber es sieht sehr gut aus, Alter. Was geht denn? Also, ich bin perplex. Ich auch. Hör jetzt auf, so gut zu sein. Also, nee, mach's nicht, weil dann muss ich die Scheiße nicht noch weiterspielen. Aber das ist ja wohl absolut gar kein Unspielbar für dich. Ist nicht aller Tage Abend. Ja, da fährst du ja wohl. Also, wenn du jetzt verkackst, dann wäre sehr traurig. Ja, ja. Fährst du jetzt ja nur links um die Kurve? Story of my life. Genauso bist du bei Game 2 gelandet, oder? Ja. Oh, ich sehe da schon die Tribüne. Oh, ja, aber jetzt nicht leicht fertig werden hier. Hinter dir ist noch einer. Ich wink schon mal zur Tribüne. Alter, was ist das für ein Alter? Boom, Junge! Warte. Ich bin wirklich. Mouse Drop, fängst du dich, wenn ich das hier kaputt geht? Wow. Das war der lameste Mouse Drop ever. Okay, ich werde jetzt gleich dieses Mikrofon hinfallen lassen, ja, aber da fängst du es auf, das soll ja nicht kaputt gehen. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich leg's hin. Ich weiß, es war sau uncool, aber ey, ohne Scheiß, es kann nichts mehr passieren heute, was mir den Tag versaut. Holy shit, Mann, das war. Da bin ich jetzt. Ja, aber wo ist mein Preis? Wo ist Bier? Wo die Sektkorken? Weintrauben? Wo. Also, wenn du möchtest, kann ich ein bisschen von meinem Kalterfrischungsgetränk auf die Spur. Nein.
Das machen wir das zu Hause nachher mit Sekt. Hier, ein Blumenstrauß. Danke. So, jetzt noch Sebastian. Nee. Also wir haben doch, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ein Versuch. Aber es will doch keiner sehen. Du hast das gesehen. Das Ding ist... Kann ich auf einfach stellen? Nein. Das Ding ist, ich habe ja angefangen. Das heißt, du hast noch einen Versuch, um gleich zu ziehen. Als ob. Ja, doch. Ja, aber ich meine, oder? Als ob also, das passieren würde. Siehst du doch, ich will das sehen. Nein. Nein, ja. Siehst du? Als ob, Sebastian... GG. Jetzt auf schwer. Ja, wow. Lass dich spritzen, habe ich nur gelesen. Und ich war so, warte mal, so war das nicht gemeint. Siehst du. Na komm, einen Versuch geben wir dir noch. Zeig noch was vom Spiel. Ja, der Chat ist sich nicht einig, ob sie wirklich noch mal die Kacke hier sehen wollen. Vor allen Dingen, wenn ich die spiele, ist die Kacke doppelt Kacke. Ja, doch, einen Versuch machen wir noch. Ich stelle meine Siegerpflanze hier wieder zu dir erstmal, damit es nicht so kahl ist bei dir. Ich kann sagen, das Set soll ja schön bleiben. Wir sitzen hier ja noch ein bisschen. Ja, aber das, also pass mal auf, wenn ich jetzt, ich kann ja gar nicht, weil wenn ich jetzt fortfahren drücke, bin ich ja durch. Hier, dein Applaus, deine Siegerehrung, die darfst du dir noch gönnen. Andere Level, kein Rennen. Klar wollen wir das sehen, deshalb sind wir doch hier. Sebastian fährt, Schmidt kann ja. Interessante Mission starten. Es ist ein... Das heißt, nee, wir können ja dadurch... Wir haben ja alle Saves hier. Wir können ja einfach mal den Ladebildschirm öffnen und dann soll der Chat mal entscheiden, dass, was wir am häufigsten sehen, dann genau. Ja gut, aber ich muss halt scrollen. Das ist halt schwierig. Also den Anfang machen wir nicht. Anfang ist ja langweilig. Wir wollen irgendeine coole Mission. Wir können mal ein paar zur Auswahl. Was sieht denn cool aus? Hier brennt ein Schiff. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was da passiert. Ich weiß es auch überhaupt nicht mehr. Also das hier, ist so lange her. Nee, ist auch nicht. Weil hier darf halt, also es muss ja ein bisschen was passieren. Wenn hier nicht irgendwie groß Action geht, dann ist ja langweilig. Besuch bei reichen Leuten. Ich wusste auch gar nicht, das also, habe ich jetzt neulich erst gelesen, dass Daniel Wawra da federführend mit dran war, den die meisten ja als hier von der Burzum-Debatte. Oh, da war, ja. Ja, okay. Gut. Und der hat sich nämlich gerade geäußert, dass der ein Remake des ersten Teils überhaupt nicht geil findet. Aber Omerta am Flughafen ist eine Schießerei, Entschuldigung, ich wollte nur gucken, was. Also sonst hätte ich, okay, machen wir Omerta. Omerta ist vom Anfang oder am Flughafen? Am Flughafen, da die Schießerei. Wir wollen zur Schießerei. Wir wollen ja gucken, was hier gleich auf uns zukommt als Remake. Gott, hoffentlich stelle ich mich da besser an als beim Autofahren. Hier, mal gucken, ob die Maus überhaupt. Au! Was zur Hölle? Ja, was für ein Arsch! Komm her! Drecksack! Boah, die Maus ist viel zu empfindlich. Moment, die muss ich kurz einmal einstellen. Ne. Du bist auf jeden Fall der beschissenste Gangster aller Zeiten. Steigt aus, wird umgefahren, schießt die Straße an. Ja, hallo? Was fällt dir mal auch ein? Ich bin ein Supergangster. Also gerade deshalb bin ich auch ein Gangster, weil ich halt einfach meine Waffe zücke und sage hier. Ja, aber das stimmt, du bist halt schwer auszurechnen, ne? Du überraschst den Gegner mit unerwarteten Moves. Ey, pass auf, wenn der mich jetzt... Wag es nicht. Okay, gut. Gut. Aber er blinkt sogar freundlich. Guck mal, was soll er denn... Ah! Okay. Ja, Schießerei. Oh, ich bin jetzt schon tot fast. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Sagt er nicht. Ich hab Kinder. Abgesägte Schrotflinte. Holt. Abgesägte Schrotflinte. Holt. Wann spielt Mafia 1? Das ist... 20er, 30er? Also der zweite Teil spielt ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich richtig erinnere. Aua! Von wo? Vielleicht hätte ich... Ich muss aufpassen. Tot. Ich schieße genauso beschissen, wie ich fahre. Ja, komm jetzt. Ja. Da hast du noch einen Versuch. Ich konzentriere mich mal. Wenn du es nicht hinkriegst, dann gib einfach her. Ich mach das dann. Du Arsch. Ja, und lass mir doch mal einen Erfolg. Das ist der erste Erfolg. Wann habe ich denn keinen Erfolg gelassen? Da fehlt er schon wieder! Du Arsch! Weggerollt. Action. Das wagt er nicht nochmal. Kann ich hier rein? Oh. Wow. Ja, so, nee, der war ein Zivilisten. Der war im Weg. Sorry. Es gibt halt kein Cover-System bei diesem das Spiel. Das hat schon ein bisschen was von nackte Kanone-Shootout, ne? Ist in den Müllcontainern? Wo sie einfach ja, genau. Ah, der lebt noch. Du hast auch nur noch 14 Schuss. Oh, aber ich habe noch eine abgesägte Schrotflinte.
Ja, die ist auf Strecke, aber so semi-geil, ja. Oh, da sind zwei. Aua, 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 aua. Okay, ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich das hier machen soll. Aber ich bin wirklich der schlechteste Mafia-Spieler jemals. Habe ich dieses Spiel damals durchgespielt? Warum bin ich der Einzige, der sich das fragt? Ihr habt alle viel coolere Waffen als ich! Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Ich habe zu der Zeit aber auch alles auf dem PC gespielt, aua. Auch. Achso, ich hab ihn erwischt. Ich war gerade so, was passiert? Ist das jetzt, muss das so? Anscheinend. Muss ich ihn jagen? Lass mich bitte am Leben. Gib mir eure Waffen. Hab ich nicht, ne? Doch, da. Oh, nee, du lädst. Nee, ich hab nachgeladen. Aber guck mal, die Reflexion auf dem Boden so, das ist für 2002, ist das schon echt fein. Das ist nicht schlecht. Ich fand das damals auch ultimativ hübsch. Also es war für mich, war das als kleines Konsolenkiddie, war es abgefahren. Das ist halt so das, was du bei GTA 3 auch extrem hast, und dieses extrem Neblige auf Distanz. Das Problem ist halt, ich habe jetzt noch meine Schrotflinte. Wo muss ich hin? Bist du böse? Ich hab Frau und Kinder, tu's nicht! Er ist Bauchredner anscheinend. Aber er will auch nichts. Lass mich bitte leben! Ich kenne meine Mission leider gerade nicht, das ist das Problem. Wo will ich nicht? Es gibt auch keine Map oder kein. Ja, doch, eigentlich Tabulatur, aber das ist, glaube ich, nur beim Fahren. Hast du bestimmt hier zu dem. Also, ich würde sagen, Zeppelin ist das Ziel. Zeppelin ist immer das Ziel. Huch, was ist das? Ist das ein Flugzeug? Flugzeug. Soll das so? Ach, das sind Propeller. Jetzt. Vor allem, es fliegt seitwärts oder es flog seitwärts. Ja. Guck mal hier, Lens-Flare-Effekte sogar. Ich guck mal gerade auf den Chat, vielleicht haben die. Chat kennt sich doch bestimmt aus mit allem. Oder muss ich zur Schule da? Aber hier ist auch nichts los. Kannst du da einsteigen? Boah, das wäre richtig geil, wenn ich einen Zeppelin steuern könnte. Der Zeppelin ist falsch. Einfach auf den Hangar, Zeppelin schießen. Hangar 1. Hangar 1, okay. Auf den Zeppelin. Ey, das haben die bestimmt eben gesagt und wir haben es irgendwie einfach nur verdödelt. Bestimmt. Parkplatz hinter dem Haus, müsst ihr hin? Wird nur von einem. Also. Hangar, weil der war gerade auch offen. Da war ich schon so ein bisschen am Überlegen, aber ich dachte mir nur, nö. Oh. Mittlerweile kann man auch so Shooter, bei denen man gar kein Deckungssystem mehr hat und irgendwie gar nicht so richtig ernst nehmen. Also, es sei denn, du bist Doom. Aber ich habe das Gefühl, ich kann. Wie kann ich jetzt verhindern, dass die auf mich schießen, mich treffen? Auf mich schießen du eh. Wo denn? Vor allem auf dem PC. Schießt du auf mich? Nee, du hast nur noch vier Gesundheit. Der schießt auf mich. Hä? Wie sitzt der da? Ich rolle. Ich springe. Schieß doch! Ja, aber ich muss auch rollen und ausweichen. Ja. Okay. Noch 5 Minuten, da kommen ein bisschen rumballern kannst du noch. Wir sind sehr gut. Also ich vor allen Dingen, ich bin sehr gut. Neuer Versuch. So. Videospielredakteur, ich kann das. Videospiele sind voll mein Ding. Du bist ein sehr guter Videogamer. Da. So, vor allem, das ist unser Boy sogar hier, ne? Mhm. Achso, da ist auch gleich Hangar. Boah, ich krieg gerade. Oh, nee, du bist guter Boy. Achso, kann ich hier auch außen einfach rumgehen? Muss ich da überhaupt nicht durch? Vielleicht. Habt ihr eigentlich erwartet? Ach nee, warte mal, da. Bis auf die bessere Grafik, besondere Features, über die ihr euch freuen würdet. Machen wir gleich. Ja. Genau, wir müssen da noch ein bisschen. Ach nee, ich muss wahrscheinlich erst den Kollegen da drin abmurksen, ne? Sonst da war ja so eine kleine Sequenz. Genau, wahrscheinlich wird hier sonst nichts getriggert, gehe ich mal von aus. Hey Sebastian, muss man das Rennen von vorhin spielen oder ist das optional? Mittlerweile ist es optional. Oh, jetzt. Wo? Man rafft auch gar nicht, woher das man nicht bekommt, ne? Das ist einfach. Das Rennen ist mittlerweile optional, weil sie das halt rausgepatcht haben. Oder sie haben es nicht rausgepatcht, aber optional kann man skippen nach einem Patch. Aber früher, als ich das gespielt habe, musste man das machen. Oh, rechts, 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 rechts. Ja, ja. Oh, fuck. Das war nicht so viel. Ja, das war auch ganz schön schlecht, ich weiß. Aber das finde ich gut. Das beruhigt mich aber ein bisschen. Das stellt meine Rufe daher. Wenn du jetzt so durchgerannt wärst, so, ja, gar kein Problem. Ja, ich bin da halt einfach Kumpel. Weißt du? Tu nicht so, als wärst du hier der Good Guy, der nur, weil ich so schlecht bin, absichtlich schlecht gespielt hätte. Nein. Damit machst du mich nämlich wiederum dann doch ziemlich schlecht. Nee, nein. Kennst du den Finger hier? Hier, Freund. Der ist für dich. Der war auch. Komm du mal nach Hause nachher.
Okay, jetzt wird hier mal geile Sneaky-Sneak-Action gemacht. Oh, man kann sneaken, das ist natürlich sneaky. Und ich habe einen richtig geilen Pixelschatten. Das hoffe ich mir, vielleicht einen etwas schöneren Schatten. Ich hoffe generell, dass die Grafik einfach sehr, sehr gut wird. Ja, ich gehe mal davon. Wow! Okay, der größte Endgegner sind wirklich die Leute in Autos hier. Was zum Teufel geht da vor? Das fragen wir uns alle. Sie werden halt. Also, es sind ja schon diverse Bilder geleakt. Ja, ja, genau, die paar hatte ich auch gesehen. Oh, wo du denn? Bist tot, da vor dir. Und links auch. Schießen einfach überall. Ja. Deshalb muss man wahrscheinlich doch durch den Empfang gehen, weil du bist jetzt tot. Jetzt möchte ich mal festhalten. Darf ich noch War mal? Schon ein bisschen besser. Ja. Du hast noch eine Minute, 55 Sekunden. Okay. Dann geh mal doch durch den Empfang. Bücher A von Frank und Liquidiere habe ich nicht mehr gelesen. Aber du musst da anscheinend durch. Alter. Kann ich jetzt mit dem Auto reinfahren? Huch. Nee. Mit E. Doch. Achso. Und einsteigen. Musst du gedrückt halten, E gedrückt halten. Ich fahr die jetzt einfach alle über den Haufen da. Okay, anscheinend kann ich nicht einsteigen. Ah. Okay, andere Tür auch geknackt, aber du gehst zur Fahrerseite und steigst ein. Ich bin gespannt. Ich sage mal, es wird nicht funktionieren, weil du mit dem Auto da nicht mal hinkommst. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das war ein Versuch wert. Das wird nicht funktionieren. Das Spiel ist klug. Das Spiel ist kluger als du. Ja. Na gut, wir haben noch eine Minute, das heißt, it's Geronimo-Time. Ja, komm, mach mal hier mit Action. Du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten, du hast nur einen Colt oder eine Schrotflinte. Ich stelle mich jetzt hier ums Eck. Okay. Was will er? Ist er. Nee. Was zum Teufel geht da vor? Ah, aber jetzt kann ich mir sein Auto nehmen und die Leute totfahren. Oh, du bist aber auch angeschossen. Sehr gut. Boah, er hat einen Knüppel. Nee, er hat eine Stange. Er hat ein Brecheisen. So. Kommt mal her, Freunde. 30 Sekunden. Du bist im falschen Hangar, ne? Echt? Ja. Scheiße. 26 Sekunden. Einen will ich noch kriegen. Ja, wäre geil. Ich glaube, hier lag einer, oder? Was? Da, der da. Das ist ein Büschel. Das ist ein Busch. Ein Büschel. Ach, da liegt einer. Ah, nee, das ist aber der gute. Nein! Aber der ist doch eh schon. Macht doch keinen Unterschied mehr. Ja. 9! Freunde, ich würde sagen. Vielleicht gehen wir, hier nachher noch mal rein. Vielleicht spielen wir gleich noch mal weiter. Wir werden jetzt erstmal kurz eine Mini-Pause machen. Und dann schauen wir uns an, was Mafia Trilogy bzw. das Remake vom ersten Teil zu bieten hat. Wir hoffen auf ein wunderbar neu gemachtes Rennen, das Chris dann wieder so fantastisch spielen wird.